du bereit? Hier spricht Detective Alex Murphy, Officer niedergeschossen. Wir stehen am Anfang einer technologischen Revolution. Wir müssen den Bürgern jemanden geben, den sie akzeptieren können. Gib deiner Mom einen Kuss. Gute Nacht, Baby. Zu langsam, Kleiner. Wir vereinen Mensch und Maschine. 80% seines Körpers haben Verbrennungen vierten Grades. Falls er das überlebt, wird er von der Taille an abwärts gelähmt sein und im Rollstuhl sitzen. Sie sagen, Sie können ihn retten, aber was bedeutet das? Was für ein Leben liegt dann vor ihm? Was ist das für ein Anzug? Das ist kein Anzug, das sind Sie. Was haben Sie mit mir gemacht? Machen Sie ihn aggressiver, am besten, sagen wir, in Schwarz. Wenn die Maschine kämpft, schickt das System Signale in Alex' Gehirn, so dass er glaubt, er hätte die Kontrolle. Doch er hat sie nicht. Es ist nur die Illusion des freien Willens. Ich habe 13 Ziele identifiziert, die alle wegen Mordes gesucht werden. Das ist die Zukunft der Verbrechensbekämpfung. Alex! Du musst mit deinem Sohn sprechen. Irgendwie umgeht ja die Programmierung des Systems. Der Faktor Mensch wird stets gegenwärtig sein. Mitgefühl, Furcht, Instinkt werden immer in das System eingreifen. Tot oder lebendig, du wirst mitkommen.